Es muss auch bedacht werden bei dieser Frage, dass wir uns natürlich in einem fahrenden Gewässer befinden mit vielen Stromschnellen. Das heißt, es konnten Notstände eintreten. Lehman Pleite 2008. Und das bedeutet, die kontinuierlich handlungsfähigen müssen auch dann handlungsfähig sein. Das heißt, man muss unter Umständen innerhalb weniger Tage Gesetze verabschieden können, ohne dass vorher das Volk, ich sage es brutal, befragt würde und es aufschieben könnte. Das Parlament muss deswegen auch die Möglichkeit haben, volksbeschlossene Gesetze selber ändern zu können, ohne das Volk vorher fragen zu müssen. Allerdings hier dann die Möglichkeit eines fakultativen Referendums mit aufschiebender Wirkung. Und wir können beobachten in den USA, dass bei einer eingespielten direktdemokratischen Kultur die Parlamente mit ihrer Abänderungsbefugnis auch verantwortungsvoll umgehen. Das können wir auch nachher vielleicht vertiefen, das kann man besonders schön sehen in Massachusetts. Dort gibt es auch eine indirekte Initiative am Schweizer Modell orientiert und dort ist das Parlament sehr verantwortungsvoll mit den Finanzgesetzen, die das Volk verabschiedet hat, umgegangen. Es hat sie einerseits in der Grundrichtung akzeptiert, andererseits immer wieder den gegebenen Gegebenheiten stark angepasst. Und das in Massachusetts nicht zu beobachten ist, was wir in Kalifornien sehen. Es ist wichtig, dass in einer pluralistischen Gesellschaft auch die unterschiedlichen Kräfte, die unterschiedlichen Expertisen im Volksgesetzgebungsverfahren Eingang finden. Das führt auch dazu, dass es zu Verhandlungen kommt zwischen Parlament und Initiatoren. Das erzeugt einen heilsamen Kompromisszwang. Und hier müssen sich ja alle Beteiligten im Laufe der politischen Kultur, die sich einspielt, dazulernen. Hamburg will ich hier anführen, 2009, 2010, Schulentscheid. Dort hat es die Dagegeninitiative gegeben und dann hat es Interaktionen gegeben zwischen Parlament und den Initiatoren unter Mediation von Außenstehenden. Und dort hat, das finde ich sehr interessant, die Initiative den Vorschlag gemacht, jawohl, wir sind einverstanden, wir lassen uns auf einen Kompromiss ein, der so aussieht, dass von den ungefähr 200, 250 Primarschulen 50 in Form eines Schulversuchs betrieben werden und nach einer entsprechend auszugestaltenden Versuchsperiode wird das evaluiert von neutraler Stelle und das bessere System, das sich dann durchgesetzt hat, wird flächendeckend eingesetzt. Wird dann flächendeckend, damit werden wir dann einverstanden umgesetzt. Damit hatten sich die Allparteienkoalition, es war gar nicht Opposition und Regierung, es war eine Allparteienkoalition von Linken bis, abgesehen von der FDP, bis zur CDU, hatte sich die Allparteien, das Kartell sozusagen, nicht einverstanden erklärt. Prompt haben sie dann auch die Quittung bekommen. Das wird natürlich in Zukunft einen Lernprozess auslösen, wird Sensibilisierung hervorrufen, sodass in Zukunft dann auch von Parlamentsseite, der man ja die große Kompromissfähigkeit im parlamentarischen System an sich so attestiert, die Kompromissfähigkeit da auch hinzukommt, sodass also auch im der Pluralismus sich im Volksgesetzgebungsverfahren niederschlagen kann. Das mache ich kurz. Selbstverständlich ist, dass das Volksgesetzgebungsverfahren in unserem Regierungssystem in den Rechtsstaat eingebunden ist. Das Volk als verfasstes Staatsorgan ist an das Grundgesetz gebunden, an die Grundrechte. Selbstverständlich müssen die Verfassungsgerichte prüfen. Wir haben auch eine reichhaltige Praxis in den Bundesländern und in den US-Gliedstaaten. Also die Verfassungsgerichte nehmen ihre Kompetenz auch wahr. Sie haben keine Angst vor dem Volk. Auch in den USA, wo wir eine Ex-Post-Kontrolle nur haben, können wir beobachten, dass viele Gesetze kassiert werden. Also die Verfassungsgerichte haben keine Angst, sie kommen ihrer Aufgabe nach. Ich würde trotzdem dafür plädieren, eine präventive Kontrolle einzuführen, um die unglaublichen Mühen, die die Initiatoren einer siegreichen Initiative ja aufwenden mussten, nicht zu enttäuschen, zu frustrieren, indem man im Nachhinein sagt, habt ihr schön gemacht, aber leider verfassungswidrig. Wir hatten in Berlin ja so ein kurzes Intermezzo, das ist wieder geändert worden. Das ist also notwendig und es erspart auch, das weiß man aus den USA, natürlich Minderheiten, und dann geht es auch emotional zu, wenn es um gleichgeschlechtliche Ehe geht, es erspart auch Minderheiten emotionalisierende Abstimmungskämpfe, die nicht stattfinden müssten, wenn vorher das Verfassungsgericht gesagt hätte, das war ja sowieso verfassungswidrig, weil man die da abgestimmt hat. Jetzt kommen wir zu dem heiklen Punkt Bundesstaat. Über den haben Sie auch schon kurz Ausführungen gemacht, nur kurz meinerseits dazu. Man kann sich sehr viele Modelle überlegen, wie
die Volksgesetzgebung in das System des Bundesstaats integriert werden kann. Und auch so integriert werden kann, dass die Ländermitwirkung funktionell zum Zuge kommt. Da lässt sich zum Beispiel vorstellen, dass wir einerseits auf der sozusagen Angebotsseite, auf der Seite, auf der der Gesetzentwurf produziert wird, der Bundesrat in seiner bisherigen Gestalt weiterhin in Aktion bleibt, unter Umständen in Verbindung mit dem Bundesrat, da kann man sich auch Vermittlungsverfahren vorstellen, und dann kann Bundestag und Bundesrat in Verhandlung treten mit den Initiatoren, und dann kann es sein, wie in der Schweiz, dass die Initiatoren sagen, okay, euer Vorschlag, euer indirekter Vorschlag ist so gut, wir ziehen unsere Initiative zurück. Dann ist also der Bundesrat und die Ländermitwirkung vollständig zum Zuge gekommen. Man könnte sich auch vorstellen, dass Bundestag und Bundesrat, oder das ist dann sicher möglich, in der Volksabstimmung einen eigenen Gesetzentwurf zur Abstimmung stellen. Man könnte sich auch überlegen, dass der Bundesrat vielleicht auch selber, unabhängig vom Bundestag, eine Alternativvorschlagskompetenz hat. Könnte man sich überlegen. Das ist also sozusagen die Fragenseite und die Antwortseite der Volksabstimmung würde natürlich nach dem Modell des Ländermeers in der Schweiz zu gestalten sein, wobei wichtig ist zu sehen, dass unsere Landesvölker oder dass wir als Bundesbürger nicht nur Bundesbürger sind, sondern auch Landesbürger. Und ich als Hesse fühle mich als Hesse und als Deutscher. Und die Bayern fühlen sich als Bayern und als Deutsche. Und die Hamburger und Berliner entsprechend. Das heißt, wir haben eine Doppelidentität. Und diese Doppelidentität würde dann auch in einer solchen Abstimmung zum Zuge kommen können. Man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man eine Bundesstimme und eine Landesstimme für jeden Bürger vorsieht. Das ist ein Vorschlag, über den man diskutieren könnte. Wir können also feststellen, meine ich, dass nach dem, was wir im Ausland kennengelernt haben, die Erfahrungen, die wir dort haben, und nach dem, was normativ das Demokratieprinzip fordert, und wenn wir jetzt die Praxis in den Bundesländern uns angucken, dass Volksgesetzgebung durchaus, da vertrete ich dann eben eine wirklich andere Auffassung als Sie, durchaus vereinbar ist mit dem parlamentarischen Regierungssystem. Sie wirkt stabilitätsfördernd, Beispiel Bayern, Beispiel Nordrhein-Westfalen, Koop-Schule 1978, später vielleicht mehr Ausführungen dazu. Es hätte auch, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, in Baden-Württemberg vielleicht stabilitätsfördernd wirken können, stabilitätsfördernd im Hinblick auf die damalige Regierung. Hätte es in Baden-Württemberg ein funktionierendes Volksgesetzgebungssystem gegeben, kann man ziemlich sicher annehmen, dass es im Vorfeld der Landtagswahl eine Entscheidung darüber gegeben hätte. Und dann ist es nicht völlig abwegig anzunehmen, dass Stuttgart 21 gewonnen hätte. Und dann ist es auch nicht völlig abwegig anzunehmen, dass Markus und die FDP noch in der Regierung wären. Was übrigens sicher nicht nur ein Gedanke von mir ist, sondern auch viele in der Union sich überlegen, sodass, das ist nur ein Grund, sich auch da viele überlegen werden sollen mit unserem Widerstand, denn nur noch in der Union gibt es ja diesen Widerstand letztlich, die CSU bröckelt, wirklich aufrechterhalten, haben wir nicht durch diesen Widerstand viel mehr zu verlieren und können wir nicht vielleicht auch etwas dabei gewinnen. Das Wechselspiel zwischen Opposition und Regierung im parlamentarischen Regierungssystem würde nicht aufgehoben. Nein, es wird nicht aufgehoben, es wird nur gedämpft. Es wird nicht aufgehoben, es wird aber gedämpft. Und das Volk hat die Möglichkeit, und das unter dem Anspruch größerer Selbstbestimmung ist richtig, das Volk kann sich überlegen, wollen wir, nur weil wir mit Studiengebühren vielleicht nicht wie in Hessen einverstanden sind, oder mit dem mit der Zwangsumwandlung, 8 Schuljahre nur noch im Gymnasium, wollen wir das zum Anlass nehmen, wenn wir das endlich loswerden wollen, eine andere Regierung zu wählen? Wollen wir ein System also sozusagen haben, in dem sich die Wut des Wutbürgers alle 4 Jahre bis zur Staumauer der neuen Wahlentscheidung aufstaut, um dann sozusagen sich Bahn zu brechen, um die Regierung wegzuspülen? Oder wollen wir eben die Freiheit ermöglichen, dass jeder Bürger sich überlegen kann, eigentlich will ich ja Markus, aber Stuttgart 21 will ich nicht. Dann kann ich wegen der Volksgesetzgebung Stuttgart 21 verhindern, aber ich kann Markus wählen. Und so können Sie sich das je nach Farbenlehrer in allen Bundesländern vorstellen. Und so meine ich auch, hat sich das in den Bundesländern tatsächlich abgespielt. Und so würde sich das auch auf Bundesebene abspielen. Wir hätten sozusagen eine gedämpfte parlamentarische Demokratie, die größere Selbstbestimmungspotenziale der Bürger ermöglicht. Wir werden dann
auch, in Stuttgart haben wir es jetzt oder in Baden-Württemberg erlebt, wir werden dann auch eine neue Kultur der Konfliktfähigkeit lernen. Die wird gefordert und die wird sich dann, weil entsprechende Zwänge existieren, auch einstellen. Wir haben sie sozusagen in den Geburtswehen jetzt im Vorfeld von Stuttgart 21 in der Abstimmung sehen können. Wir werden nämlich quer zu Parteimitgliedschaften und zu Koalitionszusammensetzungen fallweise neue Bündnisse haben. Dann wird es eben so sein, dass die Grünen und die SPD zwar zusammen regieren, aber in Stuttgart 21 mit der CDU zusammen ein Bündnis machen. Und umgekehrt. Dass das funktioniert, zeigt auch die Schweiz. Da ist es überhaupt kein Problem, dass man als Jungsozialist in einem Punkt eine andere Position vertreten kann in der Volksabstimmung als die Mutterpartei oder umgekehrt oder auch in anderen Zusammensetzungen. Das ist kein Problem, das gehört zur politischen Kultur und diese Kultur wird sich bei uns dann auch einstellen. Und nun zur Schweiz nochmal, welche Dynamik würde Volksgesetzgebung auf Bundesebene auslösen? Es stimmt, wir haben jetzt in der Schweiz ein Konkordanzsystem. Wir haben alle, bis auf die Grünen, alle Parteien in der Regierung. Das ist aber nicht sozusagen immer schon so gewesen, sondern das ist eine lange, über 100-jährige Entwicklung. 1874 ist das fakultative Referendum eingeführt worden. 1891, erst 20 Jahre später, also insofern hat man die Deckerscher Variante, wenn Sie so wollen, 20 Jahre später die vollständige Volksgesetzgebung, dann hat es während dieser Zeit weiterhin die Dominanz des Liberalismus gegeben in der Schweiz, des Freisinns. Und erst, das heißt, wir hatten eine klare Trennung und einen klaren Unterschied zwischen Regierung und Opposition. Und Volksgesetzgebung hat es dann ermöglicht durch die Einführung der Verhältniswahl 1918, dass auch der Freisinn andere Bürgerliche jetzt in die bürgerliche Koalition auf Regierungsebene aufnehmen musste. Wir hatten aber weiterhin eine Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition. Und das ist erst aufgebrochen worden und geändert worden 1959. Seitdem ist auch die Sozialdemokratische Partei in der Allparteienregierung vertreten. Das heißt, wir haben eine jahrzehntelange Entwicklung hin von einem Oppositions- jedenfalls nicht präsidentiellen System, Oppositionsregierungssystem hin zu einem Konkordanzsystem. Und wie die Entwicklung hier in Deutschland bei uns aussehen würde, wenn wir Volksgesetzgebung auf Bundesebene einführen, ist völlig offen, das wird sich herausstellen, das lässt sich jetzt nicht prognostizieren. Eine Stellschraube sicher ist die Frage, wie die Qualifikationsquoren ausgestaltet werden. Wenn die Qualifikationsquoren relativ hoch oder für deutsche Verhältnisse niedrig bei 5% der Stimmberechtigten eingerichtet, werden wir sicher eine solche Dynamik nicht entfaltet sehen. Werden wir, was nicht zu erwarten ist in den nächsten 10, 20 Jahren, Qualifikationsquoren haben, die in der Schweiz bei 1 bzw. 2%, dann würde sich natürlich eine solche Dynamik viel schneller einstellen, wäre sie zu erwarten. Aber bei einer mittleren Quote von 5% halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Wir hätten ein gedämpftes parlamentarisches System, weiterhin wechselständig Regierung und Opposition. Ja, schönen Dank für Ihre Geduld.